Was haben Sie gesehen? Danke sehr. Eisberg direkt voraus. Hartner Steuerbord! Hartner Steuerbord! Das Ruder ist hart, Steuerbord, Sir. Holen Sie Kapitän Smith und erstatten Sie ihm Bericht. Hab ich's nicht gesagt? Verdammte, blanke Dummheit. Was ist denn los? Wieso laufen die Maschinen nicht mehr? Was ist das? Klingt wie Dampf, der entweicht. Wir haben einen Eisberg gerammt. Geschrammt trifft es eher. Murdoch befahl hart Steuerbord und volle Kraft zurück, aber es war alles zu spät. Kannst du das wieder ausmachen? Du solltest aufstehen. Wieso? Was ist denn? Da war dieser Eisberg. Wir haben ihn gerammt. Das heißt, wir sind dran langgeschrammt. Ich war eben noch an Deck. Und plötzlich war er da. Ganz, ganz dicht am Schiff. Er überragte mich um Längen. Einfach alles überragt dich um Längen. Ich meine es ernst. Was soll ich deiner Meinung nach deswegen machen? Leider kann niemand was dagegen machen. Mit viel Glück 2,5. Sie kann doch nicht sinken. Sie kann sich nicht über Wasser halten. Nicht sehr viel länger. Los jetzt! Weiter so! Wir sind mit einem Eisberg kollidiert, Sir. Die Maschinen laufen nicht. Das Wasser steht schon im F-Deck, Höhe Poststation. Luisa? Warum bist du denn noch angezogen? Hör doch mal. Ich höre gerade überhaupt nichts. Ganz genau. Anscheinend sind die Maschinen aus.
Da entlang. Herr Offizier, können Sie mir sagen, was hier vor sich geht? Tut mir leid, Milord, aber wir hatten eine Kollision mit einem Eisberg. Was? Wann? Bereits vor einer halben Stunde, Sir. Aber auf diesem Schiff befinden wir uns doch nicht ernsthaft in Gefahr. Bringen Sie Ihre Familie an Deck und trödeln Sie nicht. Und ziehen Sie sich was Warmes an. Aber das Schiff wird doch nicht sinken, oder doch? Das ist die Hoffnung von uns allen. Alle Mann an Deck. Befehl des Kapitäns mit Rettungswesten. Alice, holen Sie das Baby. Sarah, holen Sie meine Sachen. Ich wecke Lorraine. Was soll ich machen, Sir? Bringen Sie so viele Frauen und Kinder der zweiten Klasse rauf, wie Sie können. Und Sie sollen Ihre Rettungswesten tragen. Sir, die Titanic wird sinken. Sieht ganz so aus. Verstehe, Sir. Und tragen Sie Ihre Weste. Madame, levez-vous, levez-vous. Das Schiff geht unter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Giglio, ist das die Wahrheit? Ich befürchte ja, Mr. Guggenheim. Das bedeutet also, Sergisier hat recht und wir sollten aufstehen? Der Zeitpunkt ist unglücklich, aber ich glaube, dass Sie nicht drum herum kommen. Notre Père, qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Giglio, eskortieren Sie Madame Aubin und Ihre Zofe zu ihrer Kabine. Es wäre nicht gut, wenn ein Steward sie hervorfände. Und falls ich ertrinke, will ich kein Futter für die billige Klatschpresse liefern. Giglio, für die Zukunft gilt, bei einer Katastrophe möchte ich nicht mehr mit Ausländern zusammen sein. Ich bin Ausländer, Sir. Noch nicht. Jetzt legen Sie sie an und kommen Sie mit. Nein, ich hole meinen Schmuck, verstehen Sie? Ach, der ist doch egal. Den lasse ich nicht an Bord, sonst ist mir aus den letzten 20 Jahren überhaupt nichts geblieben. Sobald Sie bereit sind, gehen Sie sofort zum Bereich der zweiten Klasse auf dem Bootsdeck. Natürlich, ist ja auch wichtig, dass sogar unser Untergang zweitklassig ist. Ziehen Sie auch eine Weste an. Nein. Ich will das aber nicht. Wenn Sie keine tragen, denken Männer wie ich, dass Sie auch keine zu tragen brauchen. Was meinen Sie mit Männern wie Ihnen? Männer, die sich ungern der Wahrheit stellen. Danke sehr. Kommt hier entlang. Ich kenne einen Weg durch die zweite Klasse, der uns aufs Bootsdeck führt. Alles klar. Hier entlang, bitte. Kommt hier alle hier entlang, bitte. Hier entlang, bitte. Ziehen Sie sie alle zu Ihrer Sicherheit. Annie. Ich kann Annie nicht so sehr. Sie will sie nicht überziehen. Nein, ich muss zuerst meinen Schmuck holen. Schrecken Sie die an, ich will keine Widerrede hören. Nein, ich muss zuerst den Schmuck holen. Ist doch alles absolut sinnlos. Wir müssen schleunigst an Bord. Hier, ziehen Sie die über, ziehen Sie die an und gehen Sie ans Deck. Gehen Sie sofort aufs Bootsdeck. Gehen Sie unverzüglich aufs Bootsdeck. Ziehen Sie die Rettungsweste an, Sir, bitte. Annie. Legen Sie die Rettungsweste an. Ich habe die Lüge unwahrscheinlich. Was ist denn hier nur los? Hier ist der Tresorraum. Die wollen alle ihre Juwelen. Machen Sie zu! Sofort! Und bringen Sie alle an Deck zurück! Gott sei Dank sind meine besten Stücke da nicht drin. Da kann man von Glück reden. Als ob Sie Glück bräuchten, Sie missratendes Miststück. Kein herablassende Bemerkung, sonst vergesse ich mich. Sie denken, Sie sind so clever, vornehm und aristokratisch, nicht wahr? Sie sind eine erbärmliche Kuh. Eine Sie dumme, sofort von uns selbstsüchtige, ignorante, verhätschelte, unbarmherzige Ficker. Nicht so! Unterstehen Sie sich, Sie arrogantes Schwein! Halten Sie jetzt Ihre Klappe! Ich nicht vor einem Schürzenjäger wie Ihnen. Hier sind Sie der tolle Adlige, aber was ist mit Ihren schmutzigen Geheimnissen in Dawitch? Komm weg da, du dummes, dummes Weibsbild! Bist du stolz auf dich? Jetzt habe ich, selbst wenn wir das überleben, keine Arbeit mehr, von der wir leben können. Ach, hör auf, rumzuheulen! Ich denke, es wäre mir lieber, mir in der Kälte den Tod zu holen, als eine Minute länger mit diesen garstig keifenden Frauen zu verbringen. Was sind das für Leute? Die Kellner aus Gettys Restaurant. Ja, war ja klar. Ich hatte gesagt, dass es so kommen würde. Diese Art von Radau können wir nicht weiter zulassen. Ich denke, dass wir nicht viel tun können. Das mag zwar sein, aber irgendwas müssen wir tun. Ruhe! Ich werde nicht zulassen, dass dieses Pack schreiend und pöbelnd durchs Schiff rennt und die Frauen erschreckt. Legt euch ins Zeug! Die Kessel müssen entdeckt werden, bevor die uns auf die Ohren fliegen! Macht schon, Jungs!
Los, hier lang! Mach schon! Alle raus! Alle raus! Habt ihr nicht gehört, denn jetzt ist auch ein Leben hier? Raus, verdammt! Ja, was soll? Auf um euer Leben! Lauf! Los, los, ja. Raus hier! Verschwindet! Raus! Sollten wir in der verbleibenden Zeit das Beste geben. Na komm. Wir haben Kontakt mit der Carpathia, Sir. Und sie kommen auch. Aber sie sind 4 Stunden entfernt. Was ist nur mit dem Schiff am Horizont los? Wieso antworten die bloß nicht? Was treiben die da? Die Boote sind bereit. Wir müssen mit der Evakuierung anfangen. Ich glaube nicht, dass... Es hieß, wir hätten nur 90 Minuten, Sir. Wir müssen jetzt anfangen. Sie kennen die Prozedur für das Aussetzen der Boote? Wir befüllen nur die Hälfte, damit sie nicht brechen. Wir lassen nur Frauen und Kinder rein. Die Männer können zu den freien Plätzen rausschwimmen. Und Sie haben das so mit Andrews besprochen? Ich bin sicher, er wird dem Plan zustimmen, aber habe ich Ihre Erlaubnis? Ich verstehe das nicht. Wir müssen mit der Evakuierung beginnen, Sir! Mr. Wilde! Ich denke, wir warten, was der Kapitän uns zu sagen hat. Ich betrachte das als Befehl, mit dem Aussetzen der Boote zu beginnen. Die Boote wurden doch voll beladen in Belfast getestet. Oder nicht? Können wir noch nicht hoch aufs Deck? Noch nicht. Wir sagen, wenn es soweit ist. Wann wird es soweit sein? Weil wir die hier nicht ewig unten behalten können. Keine Sorge, es herrscht hier keine Gefahr. Ganz sicher? Das ist die Titanic. Wir sind hier sicherer als an Land. Was ist mit den Kindern? Dürfen die nicht wenigstens hoch? Wie sieht's aus? Und dann überrennt uns nur eine Horde weinender Mütter. Vergiss es. Um die Kinder werden wir uns hier schon noch kümmern. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Bestimmt kommt gleich ein Schiff und holt uns, bevor du Potzblitz sagen kannst. Die warten nur, bis es da ist. Hast du was sehen können? Ich will. Aber die lassen die Boote runter. Die sagen, da ist keine Gefahr. Die lügen. Bloß keine Bange. Bleiben Sie ruhig, rechtzeitig mal ganz ruhig. Wie können die überrumpeln? Sie müssen uns glauben, wir bringen Sie rechtzeitig nach oben. Eine nach der anderen. Vorsicht beim Einsteigen, Madam. Kommt. Jetzt Sie. Vorsicht beim Einsteigen. Kommen Sie, Francatelli, steigen Sie ein. Es sieht so unsicher aus, Milady. Seien Sie nicht albern, Francatelli. Dieses Boot wird nicht untergehen. Das da schon. Es muss noch Frauen und Kinder geben. Aber es sind gerade keine hier. Lassen Sie noch Männer einsteigen, Cosmo. Mr. Lightoller hat klaren Befehl erteilt, nur Frauen und Kinder an Bord. Tja, wenn hier keine sind. Ich steig jetzt ein, hier ist ja sonst niemand. Na los, Freunde. Wenn die einsteigen, steigen wir auch ein. Sekunde mal. Sie brauchen einen, der auch steuern kann. Das macht schon das schön. Hey, rein da, los. Ja, gut. Ja. Na also schön. Sie können uns runterlassen. Aber doch nicht mit so wenig Leuten an Bord. Da passen noch viel mehr rein. Herr Offizier, bitte geben Sie den Befehl, das Boot zu Wasser zu lassen. Dann nehmen Sie sie mit. Nein! Nein, ich kann noch nicht gehen. Noch nicht. Na, da sehen Sie es ja. Wir haben es versucht. Lassen Sie das Boot zu Wasser. Boot abfeuern. Jawohl, wird abgefeuert. Verriegeln Sie die Kabinen, möglich, dass dritter Klasse Passagiere hier durchkommen. Und ich möchte keine Plünderungen. Ist doch egal, ob das Zeug Diebe oder Fische kriegen. Das ist genau das Geschwätz, das wir jetzt nicht wollen oder brauchen. Ja, Sir. Bleib zusammen. Das Boot ist weg. Gehen Sie in die andere Richtung. In die andere Richtung. Das Boot ist schon weg. Das ist ja nicht mal zur Hälfte besetzt. Stopp! Was sollen wir tun? Wir können es nicht wieder hochziehen, Milord.
Nein, ich werde nicht untersucht. Doris, mein Schatz, sei vernünftig. Den Käfig finden wir jetzt nicht. Vielleicht ist sie ja schon ersoffen. Schnell, Madam, wenn Sie noch mitfahren. Oh, ich will nicht. Halten Sie einen Platz frei. Sarah, gehen Sie. Ich komme, so wie ich Alice und das Baby gefunden habe. Nehmen Sie Lorraine. Lass los, Schätzchen, lass los. Bitte nehmen Sie sie. Lass los, lass los. Männer, wir müssen jetzt abführen. Oh nein, ist der gut. Gehen Sie, wir versuchen es auf dem nächsten Boot. Mr. Leitoller, wie viele gehen hier noch rein? Dieses Boot ist voll, auf der anderen Seite wird gerade besetzt. Rettungsboot abfeuern! Das Boot ist voll, bitte gehen Sie! Das Boot jetzt abfeuern! Mach dir keine Sorgen, ich komm schon klar. Er ist doch ein Kind, gerade erst 17. Sonst noch jemand für dieses Boot? Frauen und Kinder für dieses Boot? Madam? Steig ein. Ich komme schon nach. Aber es ist nicht auch voll. Nur Frauen und Kinder auf die Boote. Sicher, Frauen und Kinder zuerst, aber nicht nur. Befehle, tut mir leid, Madam. Verzeihen Sie, Benjamin. Darf ich meine Frau begleiten? Keine Männer, so leid es mir tut, Sir. Ich frage es nur wegen ihrer Verfassung. Sie erwartet doch ein Kind. Es tut mir unsagbar leid. Boot bereit machen! Und abfeuern! Mach dir keine Sorgen. Mir wird nichts geschehen. Gib sie mir zurück, wenn wir uns wiedersehen. Kommen Sie! So kommen Sie doch! Beeilen Sie sich! Was nun, Sir? Naja. Zunächst mal werde ich mir etwas Vornehmeres anziehen. Und dann harren wir einfach der Dinge, die da kommen. Gehen Sie durch bis zum Bootsdeck. Hey, geht lieber zum A-Deck. Die beladen direkt durch die Fenster der Promenade. Wieder zurück. Kommen Sie schon, wir müssen da lang. Kehren Sie um und gehen Sie zum A-Deck. Hier entlang, kommen Sie. Bitte gehen Sie zum A-Deck. Wir gehen alle zum A-Deck. Mutter, bitte. Ich kann nicht. Ich kann das einfach nicht. Schwachsinn. Ganz gleich, was du sagst. Ich bleibe hier. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, meine Mutter will keine Rettungsweste tragen. Und ich setze mich auch nicht in so ein Boot. Nun, Mrs. Gibson, Sie wollen doch Doris hier helfen, oder nicht? Und sie wird bestimmt nicht ohne Sie gehen. Also, um sie in Sicherheit zu bringen, müssen wir sie erst in Sicherheit bringen, oder? Danke, Mr. Lightoller. Alles klar. Oh, Moment. Einen Augenblick, warten Sie. Hier, nehmen Sie die. Was soll ich mit einer Flasche Brandy? Einige im Boot können Sie sicher gut brauchen. Besonders die, die man aus dem Meer gezogen hat. Jetzt gehen Sie. Los. Nicht stehen bleiben. Hört zu, mein Schatz, was diese Frau da vorhin gesagt nicht hat. Nicht jetzt. Entschuldigen Sie bitte. Kindermädchen von Mrs. Allison. Wieso ist sie nicht bei ihr? Beeil dich! Luisa, komm schon, schnell! Warten Sie auf uns! Lassen Sie mich und meine Mutter durch! Komm, bitte! Komm. Nehmen Sie uns mit! Vorsicht. Georgiana, steig ein! Luisa, bitte! Ich setze mich nicht in ein Boot mit einer betrunkenen Prostituierten! Du kannst mich nicht zwingen! Georgiana! Nein, nicht, das ist so hoch! Ich kann das nicht, bitte, bitte, Mama! Ich will das nicht machen müssen! Pass auf dich auf! Sir, bitte! Sir, sie muss jetzt ins Boot! Vorsicht, nicht, dass sie stolpern! Vorsicht, ihr Kopf! Eine nach der anderen, bitte! Vorsichtig! Jetzt die nächste! Sind die Damen aus der ersten Klasse? Nein, Sir, sie... Wir lassen nur Damen aus der ersten Klasse in die Boote! Aber wenn sie Eiswasser in ihren Venen! Was gibt's hier für ein Problem? Ich versuche nur, den Damen hier zu helfen. Aber die sind zweite Klasse und müssten auf dem Bootsdeck sein, Sir. Helfen Sie denen einfach, und zwar ein bisschen plötzlich. Harry! 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 Geht's dir gut?
Du musst auf eines der Boote, unverzüglich. Die sind alle bereits voll, da ist eine lange Schlange, da würde ich... Ich weiß, aber Richtung Heck sind einige Boote, die noch Frauen aufnehmen. Ich war hier, um meiner Mutter Bescheid zu sagen, aber Vater sagte, sie wäre bereits in Sicherheit. Ich wollte ihr zum Abschied noch winken. Danach komme ich zurück und kümmere mich um dich. Aber hoffentlich finde ich dich da nicht mehr. Wieso? Weil ich will, dass du in Sicherheit bist. Georgiana, falls mir was geschieht... Sag doch so etwas nicht! Auch Männer werden das überstehen. Egal, ob aus der ersten, zweiten oder dritten Klasse. Sie werden leben. Stell nur sicher, dass du einer von ihnen bist. Auf dem Boot gibt's leider keinen Platz. Wieso? Sind die meisten von denen nur halb voll? Wenn man sie vollbeladen abfährt, könnten sie auseinanderbrechen. Sobald wir die Frauen in Sicherheit haben, können die Männer zu ihnen schwimmen. Wie denn? Von wo? Aus den Luken. Selbst wenn wir es darunter schaffen, die Boote rudern doch weg. Das müssen sie wegen des Sogs, falls sie sinkt. Falls oder wenn? Was wird aus den anderen? Schwimmen die in diesen eisigen Gewässern? Ich fürchte, sie haben sich verrechnet mit ihrer Belegung und den Luken, Mr. Lightholler. Und hunderte Menschen werden ertrinken, was unnötig ist. Abfieren! Wir werden uns wiedersehen. Pass auf dich auf. Sie sind Mrs. Widener, nicht wahr? Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Lady Ruffus. Mein Sohn kann nicht schwimmen. Grace, das ist Irrsinn. Was für eine Chance haben Hunde da unten in diesen... Suki! Oh, oh. Danke sehr. Jetzt geh an Bord. Ich mach's schon. Schatz. Geben Sie sie mir. Ich sorge dafür, dass Ihre Frau sie kriegt. Danke sehr. Jetzt geh. Geh schon. Keine Hunde in den Booten. Machen Sie sich nicht lächerlich. Wieso habt ihr die Leute noch nicht rausgelassen? Das ist Firmenpolitik. Hauen Sie ab. Nein, es sind noch Frauen hier und Kinder. Die werden alle bei Zeiten hochgemacht. Lass sie jetzt nach oben. Verdammt nochmal. Gebt ihnen eine Chance wie jeden anderen auch. Verschwinden Sie. Hören Sie auf ihn. Sie haben kein Recht, uns einzusperren. Lassen Sie uns hoch. Kommen Sie mit mir. Sie verlieren Kontrolle. Wir schaffen es raus. Warum sollte ich ihm vertrauen? Für diesen Mist haben wir keine Zeit. Kommen Sie, wir bringen Ihre Frau und die Kinder in ein Boot. Dann können Sie mir an die Gurgel gehen. Wenn das ein Versprechen ist. Ja. Los! Seht nicht drauf, dass Sie euch gehen lassen! Nein! Nein! Bleibt nicht hier! Rettet euch! Wenn ihr hier bleibt, dann trinkt ihr! Nein! Nein! Schließt das Gitter schnell! Bleiben Sie ganz ruhig! Bewahren Sie bitte Ruhe! Schließt das Gitter schnell! Sind hier noch irgendwelche Frauen? Sind hier noch Kinder? Sind hier noch irgendwelche Frauen? Aber die können doch nicht aus der dritten Klasse evakuieren, bevor die aus der ersten in Sicherheit sind. Aber Mama, was für einen Unterschied macht das jetzt bitte noch? Lassen Sie meine Kinder weg da! Papa, hilf ihr! Setz Ihre Kinder in das Boot! Geben Sie mir Ihre Hand. Nehmen Sie Ihre Pfoten von ihr! Nein! Er hilft uns nur. Er hilft uns. Nehmen Sie Ihre Familie. Na komm her. Los. Kommt, Kinder, kommt. Los. Lassen Sie die Kinder hier durch. Lassen Sie sie durch. Das Boot ist voll. Wir fieren jetzt ab. Sir. Nein, das werden Sie nicht. Lassen Sie sie an Bord. Na los, Kleine. Und jetzt du. Ja, auch. Halt! Steigen Sie ein und übernehmen Sie das Kommando. Yes, Sir. Na los, Junge. Kommen Sie. Danke. Halt! Ich will meiner Frau nur was sagen. Halt! Ja, wir müssen sofort abfieren. Noch mehr und das Boot wird zerbrechen. Es wird zerbrechen, das Boot wird zerbrechen. Wir fieren jetzt ab. Theresa! Theresa! Wir können nicht ohne meine Tochter los. Bleib bei den anderen, ich finde sie schon. Keine Sorge. Theresa! Hilf ihm! Bitte hilf ihm, sie zu finden! Mary,
Vergiss mich nicht. Teresa! 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 Süß! Wir teilen uns auf. Suchen Sie im Speisesaal. Gut. Hier zu bleiben bringt ja nichts. Das hat überhaupt keinen Sinn, jetzt noch irgendwas zu tun. Ich wusste, dass das passiert. Ich hab's ja gesagt. Die können doch nicht weg sein. Hey, wo kann noch ein Boot sein? Die Rettungsboote sind weg. Aber da wurde ein Fallboot abgefeuert. Die versuchen noch eins in die Davids zu hängen. Wenn sie das schaffen, wird das letzte Boot sein. Komm schon. Mrs. Allison, kommen Sie mit. Die beladen da hinten noch ein Fallboot. Wir kommen, sobald wir unser Baby gefunden haben. Dann geben Sie mir die Kleine. Bitte, vertrauen Sie mir. Nur keine Sorge, wir sind gleich da. Die warten nicht auf uns. Los, Beeilung. Los, Annie. Harry! Georgiana! Ich hatte gehofft, du wärst fort. Gebetet, du wärst leider fort. Nicht, tut mir leid. Waldener, beeilen Sie sich. Die haben eins der modernen Faltboote an einem David und fieren es gleich ab. Es ist vielleicht das letzte Boot von hier weg. Gut. Auf geht's. Hier entlang. Links. Schatz, nun mach schon. Beweg dich. Miss Watson, wenn Sie mir kurz zuhören würden. Viel Zeit haben wir nicht, Mr. Barnes. Die werden nicht ohne Sie fahren. Das ist ein Brief, der Ihnen meine Hochachtung zeigen soll. Öffnen Sie ihn noch nicht. Ich muss jetzt gehen. Wir werden uns gewiss bald wiedersehen. Miss Watson, denken Sie nur hin und wieder an mich. Mehr erwarte ich nicht. Ein Boot geschafft? Nein, wie du siehst, nicht. Ich war zu alt für nur Frauen und Kinder, trotz der beherzten Versuche meiner Mutter. Vorhin durften Männer auf der Seite auf die Boote. Tja, ich war nicht dabei. Was hast du jetzt vor? Ich muss wohl schwimmen, schätze ich. Frauen und Kinder! Lassen Sie die Frauen und Kinder Ich denke, durch. Es ist sicherer, an einem Seil runterzuklettern. Das ist gar nicht sicher, glaub mir. Wenn ich merke, dass es Zeit wird, springe ich so weit raus, wie ich nur kann. Vorsicht beim Einsteigen. Lady Manton! Nein, ich werde nicht fortgehen. Steigen Sie ein, die Frauen brauchen Sie. Du hast es gehört. Steig ein. Das macht es mir leichter. Bitte, dann weiß ich, dass du in Sicherheit bist. Geben Sie mir Ihre Hand. Kommen Sie. Noch Frauen und Kinder? Kommen Sie nach vorne. Lassen Sie die Dame durch. Ich habe dich noch nicht mal geküsst. Küss mich in New York. Hat das Boot schon Besatzung? Wer sind Sie? Ich bin Heizer, Sir. Aber ich kann es steuern. Hat's Mario Sandrini rausgeschafft? Hast du ihn gesehen? Aus dem Kesselraum ist er rausgekommen. Aber die haben ihn wohl mit anderen Italienern wo eingeschlossen. Was? Lady Manton, das Boot muss jetzt los! Bitte, Mama, bitte komm mit mir! Sie braucht dich. Das tut sie nicht mehr, seit sie 10 Nun ist. Nun braucht sie dich, Luisa. Du musst jetzt mit ihr gehen. Ich werde mich auch um sie sorgen. Um deine andere Tochter. Verstehst du, ich kümmere mich um deine Töchter. Ich verspreche es. Ich liebe dich.
Offizier Lowe, steigen Sie ein. Ich muss nicht, Sir. Steigen Sie ein. Zu Befehl, Sir. Boot abziehen! Schnalle, Schlüssel, irgendwas! Moment! Warten Sie! Was ist das? Das habe ich bekommen, um ein Schloss zu öffnen, das es nicht nötig hat. Lass uns hoffen, dass es bei dem funktioniert. Und geht es? Sie nicht auf. Mario! Mario! Spingete! Rückt und haltet sie offen, bis sich der Wasserdruck ausgleicht! Danke sehr, danke sehr! Du bist ein guter Mensch! Danke! Nein, bin ich nicht. Falls du jetzt sterben solltest, kommst du direkt in den Himmel. Das behaupten nicht viele, aber viel Glück. Die letzten regulären Boote sind weg, Sir. Ein Faltboot wurde abgefiert und sie versuchen, ein weiteres an die Davids zu kriegen. Sie können gehen. Sir, es ist keine Verpflichtung für den Kapitän, mit dem Schiff unterzugehen. Diese Entscheidung haben nicht Sie zu fällen. Mr. Ismay ist von Bord gegangen. Er stieg einfach in ein Boot, als ich es abfielen ließ. Lo und ich hätten ihn bestimmt rauszerren können, denke ich mal. Wir haben's nicht getan. Und ich bin froh darüber. So wird er gewiss der Feigling der Titanic sein, während ich nur der Narr bin, der sie versenkt. Gehen Sie bitte nicht so hart mit sich selbst ins Gericht, Sir. Sie sollten nun gehen. Und falls Sie es überstehen sollten, urteilen Sie nicht zu streng über mich. Und sagen Sie meiner Frau, dass meine letzten Gedanken ihr galten. Sag dir, was wir jetzt machen werden. Wir bleiben hier sitzen und nehmen uns beide ganz fest in den Arm. Aber was passiert dann? Das ist doch völlig egal, mein Engel.
Die Hauptsache ist, dass wir beide zusammen sind, Schatz. Dann brauchen wir beide keine Angst zu haben. Denn ich liebe dich bis in alle Ewigkeit.
Tja, Francatelli, da geht es hin, das wunderschöne Nachtgewand, auf das Sie so stolz waren.